Mo. Und Julia. Kata. Tonne. Eberhard. DJ. Rocky. Nelly. Spy. Nico. Alle sind dabei. Lasst uns in Disneys kurzer Pause. Schulstress. Ich will nach Hause. Pausenchecker. Chaos. Pflicht. Noch mehr Spaß verträgst du nicht. Disney's kurze Pause. Da sind wir alle bei dir zu Hause. Hi, Katha. Hey, Katha. Hi, na? Habt ihr für die Arbeit in Geschichte gelernt? Naja, ich sag mal so, wir haben uns das Buch immerhin angesehen. Gerade eben, von außen. Seid ihr wahnsinnig? Die wird bestimmt nicht leicht, die Arbeit. Und Frau Schneider findet es garantiert nicht witzig, wenn ihr schon wieder eine 6 schreibt. Wow, du bist eine Streberin, echt. Dann lern doch, wenn es dich glücklich macht. Wir hätten das nicht nötig. Ihr habt euch jetzt wirklich den Arm eingegipst, nur damit ihr nicht mitschreiben müsst. Wir doch nicht. Wir doch nicht. Ich habe mir gestern beim Fernsehen gebrochen. Was? Doch, ehrlich. Also pass auf, ich gestern auf der Couch, Cola, Chipstüte, alles steht bereit, ja? Nur die Fernbedienung fehlt. Kannst du dir das vorstellen? Keine Fernbedienung? Ein Drama. Ganz genau. Also ich stehe auf und suche nach dem Ding, ja? Und gerade als ich unterm Sessel nachgucken will, da macht es Boom. Ja? Und die Fernbedienung fällt direkt von der Sessellehne auf meinen Arm. Knack. Gebrochen. Was ist das für ein Mist? Doch, das stimmt. Also ich war ja auch dabei. Also ich komme gerade rein und ich sehe noch, wie die Fernbedienung runterfällt. Und ich renne natürlich los. Ich muss ja meinem besten Kumpel das Leben retten, logisch. Aber da war es leider schon zu spät. Die Fernbedienung kracht mit vollem Krach auf seinen Arm. Und ihr hinterher fällt auch noch mit voller Power das Sofakissen direkt auf meinen Arm. Schwupp gebrochen. Was soll ich sagen? Ihr seid beide sowas von durchgeknallt. Hey, Katha, das ist jetzt echt nicht fair. Wir leiden hier und du glaubst uns kein Wort. Was denkst du, wie wir uns jetzt fühlen? Ja, ist ja schon gut. Tut mir leid, dass ich euch nicht geglaubt habe. Aber ich gehe mal besser. Ich muss noch was lernen. Also, wir sehen uns. Wir werden ja auch lernen, aber es geht halt nicht. Echt, der Alter, die Idee mit dem falschen Gips war total genial, wirklich. Ja, Mann, wir sind immer echte Gangster, was? dieser Schmerz. Oh. Und weißt du was? Wir sind sogar echte Schauspieler. Okay, du hast es nicht anders gewollt. Ich geb dir ja noch Drücke drauf. Hey, Flip, unterschreib doch auch bei mir. Was denn? Du auch, hä? Ja, ich hab mir gestern den Arm gebrochen. Ja, so, hast du den Arm gebrochen oder den Arm gebrochen? Ja, gebrochen halt. Ja, schon klar. Und wie? Ich bin vom Fahrrad geflogen. Ja, und dann? Ja. Nichts? Echt, so ein bisschen originell hätte schon sein können, Tonne. Alter, er hat sich echt den Arm getroffen. Quatsch. Guck doch mal. Tonne, gib mir 5, ja? Aua. Ups. Ich glaube, er hatte doch recht. Also ich weiß ja wirklich nicht, warum euch der Arm nicht wehtut. Ist doch klar. Schau mal, wir sind ja total harte Kerle. Weißt schon. Korrekt. Schau dir das an. Naja, manchmal tut's auch bei uns weh, aber selten. Sehr selten, ja. Hey Jungs, ich soll euch was fragen. Und zwar will Frau Schneider was wissen. Obwohl, ich muss ja sagen, dass ich Schneider einen komischen Namen für eine Lehrerin finde. Ich meine, bei Schneider, da denkt man doch an einen Schneider und das ist doch ein ganz anderer Beruf. DJ, was gibt's? Also Frau Schneider, wir wissen, ob ihr die Arme bewegen könnt. Also nicht den ohne Gips, sondern den anderen. Ich weiß ja nicht, ob ihr wisst, dass wir... Wissen wir, aber wir können die Arme wirklich gar nicht bewegen. Schau her. Boah, nichts passiert. Ja, geht mir genauso. Selbst wenn ich mich total anstrenge, da geht nichts. Und das Beste ist ja, wenn ich sie bewegen will, dann bewegt sich die andere Hand und ich kann sie nicht mehr kontrollieren. Na, gesehen? Ich kann sie prima bewegen. Okay, ich sag das dann mal so, der Frau Schneider. Obwohl ich mich wirklich frag, warum sie so heißt. Vielleicht waren ihre Vorfahren Schneider und die hatten eine Schneiderei und deswegen heißt sie jetzt auch so. Aber gibt's eigentlich auch Leute, die Lehrer mit Nachnamen heißen? Also ich kenne ja niemanden. DJ, aus. Wie cool ist das denn? Wir müssen die Arbeit nicht mitschreiben. Korrekt, wir sind halt wirkliche Gangster. Ja.
Also ich war gerade bei Frau Schneider und habe ihr gesagt, was ihr mir gesagt habt. Und ich habe sie auch gefragt, ob ihre Vorfahren vielleicht Schneider waren, aber das weiß sie nicht. Sie hat gesagt, ihre Mutter konnte noch nicht mal knapp fahren. Also müssen wir die Arbeit nicht mitschreiben. Genau, und ihr seid doch befreit, wenn wir den Ausflug ins neue interaktive 3D-Museum machen. Anton kommt natürlich mit, der kann ja seine Hand bewegen. Da kann man noch so neue Videospiele und Computerspiele und das alles ausprobieren. Übrigens wusste ich gar nicht, dass das D für Dimension steht. Ich meine, ich habe mich auch noch nie gefragt, für was es sonst stehen könnte, aber ich weiß nicht. Na, das D in 3D, das heißt drei Dimensionen. Nee, das meine ich doch gar nicht. Heißt etwa, die Schneider geben euch allen coole Games spielen, nur mit uns nicht? Deswegen? Ja klar, was sollt ihr denn da? Ihr könnt doch noch nicht mal die Spielkonsolen bedienen. Aber das war doch alles nur... Ja, wir können doch... Hier, ein Wunder. Ich würde mal sagen, ihr seid mir eine Erklärung schuldig. Ja, und zwar, erstens, das war gerade so eine ganz spontane Wunderheilung. Einfach so. Ja, und zweitens haben wir gerade erfahren, dass die Schneider mit der ganzen Klasse zum Computerspielen geht, statt die Arbeit zu schreiben. Und ja, da habt ihr wohl was falsch verstanden. Ins interaktive 3D-Museum gehen wir. Ja, aber erst morgen. Und heute wird die Arbeit geschrieben. Was? Ja, das wollte ich doch die ganze Zeit sagen, aber ihr lasst mich ja nie ausreden. Ich meine, ich muss einmal irgendwas sagen. Jetzt sei mal still. Wir müssen uns hier konzentrieren. Wir stehen nämlich gerade vor einem riesen Abgrund. Ja, und der Abgrund wird bestimmt noch tiefer, wenn ich die Arbeit in Geschichte zurückbekomme. Ach, hey Mo, das Blatt, was ich gestern bei der Geschichtsarbeit abgegeben habe, das war so weiß, damit hättest du Werbung für ein Waschmittel machen können. Flip, für strahlend weiße Hefte, auch ohne Bleichmittel. Oder ja, Flop statt Flip. Mann, ich darf gar nicht dran denken. Alle anderen sind in diesem Augenblick an tollen Spielkonsolen und erleben virtuelle Abenteuer in abgefahrenen 3D-Welten und wir dürfen zur Strafe nachsitzen. Ja. Ich weiß was. Wir tun so, als wenn wir auch da wären. Ich meine, wenn schon virtuell, dann richtig, okay? Was meinst du? Einstein, es gibt Dinge, die solltest du besser nicht hören. Stell dich nicht so an. Wir tun so, als hätten wir einen Joystick. Okay. Hua! Ja! Hua! Na, macht doch einen Riesenspaß, oder? Es gibt Dinge, die solltest du auch besser nicht sehen. Der Sofa geht auf. Da kann man noch so coole Videospiele und Gameboy-Spiele und überhaupt ist alles so aus. Nee. Tolle Spielkonsolen und Alleen. Mann!